Ja, liebe Eishockey-Freunde, herzlich willkommen am Dreikönigstag hier in der Memminger Eissporthalle zu Hause vor den Laptops, vor den Tablets, vor den hoffentlich großen Flachbildschirmen zum Oberliga-Heimspiel des ECDC Memmingen, der GFRO Indians, gegen den Spitzenreiter, gegen dieselbe Wölfe. Womit ich nach Memmingen gekommen bin. Ja. Und jetzt stehen sie hier in der Oberliga auf dem Eis. Wieder gemeinsam, ne? Und wie gesagt, ich freue mich, Daniel wieder spielen zu sehen, weil er hat hart dafür gearbeitet. Und das hat uns in letzter Zeit ein bisschen gefehlt, dass halt die Scheibe gescheit verteilt wird im Powerplay. Und das tun sie jetzt. Läuft da rein, der Daniel. Oh ja! Nein! Macht! Stibitzt. Ah, schade. Da war das Tor war frei. Das hätte auch schön reingehen. Jetzt eine Riesenchance. Das ist geduldig gemacht, der ist nicht drin. Und die Jungs feiern von Memmingen natürlich wegen dem Hit. So, jetzt aber aufpassen, diesen Pass, jetzt wird's gefährlich. Schussblocken, sehr gut. Und da haben wir Glück gehabt, der war abgefälscht. Das sind danach, Selb jetzt aber mit einem letzten Angriff. Mikulka aufs Netzinger. Scheibe kommt vors Gehäuse. Und dann muss Lukas Steinhauer nochmal eingreifen. So, jetzt heißt es auf jeden Fall anknüpfen. Wir wollen 60 Minuten ein gutes Spiel abliefern. Schöner Pass hier wieder von Linus. Und er sieht Milan und Milan. Ach, schade. Eine Riesenchance. Hatte er noch nicht zu tun, aber wie du sagst, dieser Save, der sollte ihn jetzt auch gleich in dieses Drittel bringen, weil es dürfte mehr werden. Selb hat die Scheibe, kommt die Scheibe und wieder. Jawohl. Wer war das? Der Niki. Ja. Hat gemerkt, was der Schirmer vorhatte. Ja. So, geh mal, auf geht's. Hier kommt Yannick Herm. Er geht's, kann auf Lettlin legen. Er nimmt selber den Schuss. Und das sind genau die Aktionen. Oftmals noch wertvoller als dann der Punkt, wie du vorher gesagt hast. Als die Punkte, als die reine Statistik. Jetzt schauen wir mal. Jetzt geht er aber in die andere Richtung. Starker Save, wieder starker Save. Mit der Schiene noch rausgeholt. Schlittschuhe quergestellt. Gefällt mir sehr gut, wenn Spieler das machen. Ich hatte früher sehr viele Rituale. Wie gesagt, viele Torhüter haben das. Das ist... Oh, Tor! Der ist drin! So schön ansatzlos. Mark Lettlin. Ja, wunderschön. Wie oft sage ich das, wenn ihr innerhalb von den Hashmarks seid, das sind die kleinen Linien, einfach oben rein. Torhüter gehen alle in den Butterfly. Schaut es euch mal an, wie schön der oben gerade reinging. Der spielt ihn da blind rein, der Jonas Wolter, und dann haut er den ansatzlos in den Winkel. Wunderschön. So, und jetzt haben wir das erste Tor in dieser Partie. Natürlich bitter. Ich hoffe, er hatte eine Heizung in der Kabine, der arme Weidekamp. Jetzt ist die Strafzeit da. Torhüter verlässt das Eis. Das war dann einmal zu viel. Ja, aber interessant, dass der Arm hinter... Oh, schön rausgespielt. Schön, da legt er sie eigentlich. Nein. Wenn die Scheibe nicht rausgeht, das ist klar. Aber sonst hast du kaum mehr Möglichkeiten, oder? Nein, wir sind... guter Wraparound. Rebound. Da und wieder Snetzinger. Jetzt ist er zweimal zu Schuss gekommen. Und jetzt heißt es auf jeden Fall, konzentrierteres Powerplay zu spielen. Und hier drauf zu achten. Der Topscorer der Liga. Der macht das da aus dem kurzen Winkel, aber wieder ist Lukas Steinhauer da. Der Andruschka hat einen sehr harten Schuss. Und den zu blocken, schaut, da kriegt er die Klopfer. Ah, der kommt! Oh. Was ist das denn für eine Riesenchance für die Wölfe? Sie raus, er nimmt sie raus und vielleicht sogar die Gelegenheit jetzt für die Indians 2 auf 1. Er legt nochmal quer. Von hinten kommt der lange Stock von Snetzinger. Hau sie rein, er haut sie daneben. Milan Falzer, 7 Sekunden noch auf der Uhr. Joey, das reicht sogar, jetzt noch weil das Tor für jetzt Milan. Noch das Tor fällt. Ja, was war das denn? Die GFRO Indians besiegen den Spitzenreiter hier am Hüneberg und sie halten es zu 0. Unfassbar. Das tut so gut aus Memminger Sicht heute Abend. Sprachlos, ich freue mich einfach für die Jungs. Ich freue mich für den Lucky. Auch nicht leicht. Viele Spiele, ganz viele Spiele. Und Milan muss hier selber latzig für den Jungen, weil er arbeitet hart. Der arbeitet hart und das ist für ihn gut und das ist für die Mannschaft gut. Und das ist wirklich jetzt ein Arbeitssieg, der nach diesem Dezember so gut tut gegen einen Spitzenreiter.